Heute möchte ich euch Boom Beach vorstellen. Wir fangen gleich mal an. Zack, wir sollen erstmal einen Namen eingeben. Oh. Spezialist fertig. Ja, das weiß ich. Gut, dann jetzt einfach mal los. Der Feind darf uns nicht überraschen. Bauen wir einen Schützenturm. Wir müssen den Horizont jederzeit im Blick haben. Alles klar? Gehen wir hier unten auf Bauen, auf Schützenturm. Und klatschen den einfach mal. Können wir den jetzt wieder hinklatschen? Gut, den haben wir fertig gebaut. Feindliche Schiffe nähern sich. Da ist eins. Ich bin Leutnant Hammermann von der Schwarzen Garde. Diese Inseln gehören jetzt uns. Wir werden deine mickrige Basis einstampfen. Hoffentlich kann unser Scharfschütze den Angriff abwehren. Gefecht beobachten. Alter! Wie soll ich denn das schaffen? Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Komm, knall die ab, knall die ab. Los, 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 los. Yes. Cool, das haben wir geschafft, haben wir Glück gehabt. Unser Scharfschütze war siegreich, gibt dem Mann eine Medaille. Wir müssen die Initiative ergreifen und unseren Nachbarinseln befreien. Stellen wir eine Einsatzgruppe zusammen, schicke Schützen auf den Landungsboot. Gut, machen wir. Klicken wir hier rauf, dann nehmen wir hier auf das Plus, klicken die an. Das ist das Landungsboot. So, das haben wir fertig. Wir brauchen ein weiteres Landungsboot. Gut, bauen wir gleich. Zack. Landungsboot, zack. Wird gleich gebaut. Bringen wir noch mehr Schützen an Bord. So. Schützen sind einsatzbereit, greifen wir den Feind an. Ja, auf, gehen wir hier unten rauf, zack. Feindliche Basis, die klicken wir an. Jetzt greifen wir den einfach mal an hier. Cool, jetzt knallen wir das Ding auseinander und dann können wir ein anderes. Alter, Alter! Gib Feuer! Gib Feuer! Ungültige Stelle, ach so, all klar. Ach, wir können nur auf den Strand klicken, dann kommt er zurück. Ah, alles klar, oh, kommen sie zurück. Gut, ballertet ab, ballertet ab. Yes! Oh, was sind das für vier? Danke, dass du Eindringlinge zurückgeschlagen hast. Wir werden uns revanchieren. Kein Ding, machen wir gerne. Die sind jetzt alle frei, oder was? Können wir hier noch Action machen? Nee. Gut, jetzt haben wir einen Sieg. Wir haben das Dorf ist befreit, du erhältst, zack, zack, das haben wir halt bekommen. Jö, die gehen wir auf zurück. So, gute Arbeit, wir haben die feindliche Basis zerstört und die Inselbewohner gerettet. Zurück zur Heimatbasis, zack. Klick mal hier rauf. Kommandant, wir müssen diese Basis verbessern und unsere Truppen verstärken. Zack, zack. Die Basis erstmal das einsammeln. Hauptquartier kann man nicht hoch machen. Verbessern, zack. Verbessern wir gleich, 5 Minuten dauert's. Goldlager steigert die Lagerkapazität. Das packen wir gleich hinten irgendwo hin. Da ist es gut, würde ich sagen. Zack. Du kannst nur ein Gebäude auf einmal bauen, aktuelles Gebäude. Ah, alles klar, müssen wir erstmal warten, die 5 Minuten. Können wir jetzt nicht ändern. Gucken wir mal hier, was ist hier? Unsere Abenteuer tauche ab und suche nach Schätzen mit unserem brandneuen U-Boot. Finde Tauchstellen auf der Karte und entsende dein U-Boot. Um Punkt um Punkt. Gut. Wo können wir jetzt noch auf hin? Ah, ein Wohngebäude können wir auch pimpen. Dauert auch 5 Minuten. Was passiert dann? Trefferpunkte plus 200, maximale Kapazität steigt auch um 400, um 950, Gold pro Stunde um 90, Erfahrungspunkte plus 2. Gut,
Kann man das auch pimpen? Jo, das kann man auch pimpen. Trefferpunkte plus 150, Schaden pro Sekunde plus 4, Erfahrungspunkte plus 2. Gut, wissen wir erstmal Bescheid, was da passiert. Jetzt können wir ja mal hier oben gucken. Das Holz, Produktion pro Stunde 120, Lagerkapazität haben wir bis jetzt 2000. Hier ist unsere Kohle. Produktion pro Stunde 140, von Heimatbasis 120, von befreiten Dörfern. Ah, gut. Das wissen wir auch gleich. Hier können wir natürlich, so eine In-App-Käufe sind wieder am Start. Habe ich eigentlich ja keinen Bock auf so einen Plunder. Was ist das hier? Du brauchst ein Level 11 Hauptquartier, um dieses zu entfernen. Ah, gut, 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 gut. Also das Hauptquartier muss bis auf Level 11 sein. Ach, und dann können wir die ganze Scheiße hier wegmachen und unsere Insel vergrößern. Na, das können wir für Holz. Für 600 entfernen erhalten wir 300 Holz. Naja, das machen wir erstmal nicht. Da gibt es andere Prioritäten, würde ich mal sagen. Was können wir mit dem Schiff hier noch irgendwo hinfahren? Hauptquartier, Hochexplosiv, Hochheckenschütze. Da könnten wir mal hinfahren, aber ich glaube, da müssen wir erstmal noch ein bisschen Action machen hier, ein bisschen was bauen. Hier ist ja ein Wasserfall. Ey, die Insel sieht an sich eigentlich echt cool aus. Kann man hier und hier ran, jo. Zack, zack. Hier sind Palmen, Bäume, alle drum und dran. Ein paar Felsen. Hier haben wir unseren fetten Strand. Unsere Landungsboote. Kanonenboot haben wir auch, Alter. Können wir damit machen? Erfahrungspunkte. Das können wir auch verbessern für in 2 Minuten. Das könnten wir nachher eigentlich machen. Aber ich glaube, wir verbessern erstmal hier unsere Sachen. Was wären, wenn das Sägewerk müssten wir verbessern? Dann kriegen wir schneller Holz. Ich denke mal, Ressourcen sind hier immer wichtig. So, wir können ja mal hier auf die Info gehen. Das Sägewerk produziert Holz, ein Baumaterial für einfache Gebäude. Verbessere es, um Produktionsrate zu erhöhen. Naja, ist klar. Wusste ich vorher schon, ihr bestimmt auch. Gut. 1,38 dauert es noch. Die Zeit kriegen wir auch noch irgendwie rum. Wir können uns ja mal eine andere Insel angucken. Was ist denn hier? Haben wir erstmal 5 Diamanten dazu gekriegt? Was ist hier? Erkunden. Zwischen wir da erstmal hin. Ach so, wir können angreifen oder erkunden. Gut zu wissen. Naja, da greife ich aber nicht an. Der macht mich doch platt, wenn ich da ankomme. Dann müssen wir erstmal noch ein bisschen was bauen. Heckenschütze, gut, dann gucken wir mal die andere Insel, was hier los ist, erkunden. Naja, hier müssen wir glaube ich auch noch ein bisschen was bauen und ein bisschen ein paar Truppen für uns herstellen. Was ist denn hier oben? Erkunden. Ah, ist ja geil. Die Insel ist, Alter, ist ja übelst fett. Sehe ich ja jetzt erst. Cool. Erkunden wir das? Diese Region hat eine Ressourcenbasis. Alles klar. So. Ah, hier machen wir erstmal wieder zu uns. Alles echt cool macht. Danke, dass du uns befreit hast. Hier ist etwas Gold für den Kampf gegen die Bösewichte. Danke. Danke, danke, danke. Sammeln wir gleich ein, das dauert nur ein paar Sekunden, ist gleich fertig. Ja, was pimpe ich als nächstes? Ich würde mal sagen, den Turm baue ich aus. Hier nochmal ein bisschen näher ran. Hauptquartier Level 2, großartig. Jetzt ist im Hauptquartier genug Platz für uns Schwergewichte. Alles klar, wir sind zäh genug, um direkt in die Schutzlinie zu laufen. Holen wir sie uns. Zack. Das lehnen wir ab. Gut, jetzt können wir mal gucken, was wir noch so pimpen können. Hier kriegen wir bestimmt mehr Kohle. Ja, hatten wir schon geguckt. Wohngebäude können wir mal auf Info gehen. Wohngebäude produziert Gold. Das produziert Holz. Und erstmal würde ich sagen, pimpen wir den Schützenturm. Das ist wichtig. Dauert auch 5 Minuten. Gut. Also echt ein cooles Spiel. Grafisch eigentlich ganz nett gemacht, finde ich. Was ich auch cool finde, dass man hier andere Inseln erkunden kann und einfach mal ein bisschen Krieg spielen kann. Coole Sache eigentlich. Gut, hiermit möchte ich das erste Video auch erstmal beenden.
Ah, im zweiten Video werde ich euch zeigen, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.